Tag 3 unseres Norwegen-Abenteuers. Ankerlichten. Heute segeln wir mit der Soli Richtung Atlantikküste. Juni. Der Wind steht günstig, da heißt es Segel setzen. Bei der Soli ist das alles noch echte Handarbeit. Wie man sieht, haben wir Landratten etwas Mühe im Umgang mit den Tauen. Aber das wird schon noch. Ohne Motor ist es schön ruhig und gemächlich segeln wir dahin. Während Erik sich ums Mittagessen kümmert, steuern zuerst Melanie und dann Markus die Soli. Den Hoya lassen wir zurück. Unser Kurs geht erstmal genau nach Westen, hinter den Schären vorbei und dann etwas nördlich in Richtung Atlantikküste. Und ein bisschen mehr zum Backbord. Norwegen zeigt sich von seiner schönsten Seite. Das hat schon was von Luxuskreuzfahrt. Ganz entspannt, nur vom Wind getrieben, segeln wir circa 4 Stunden. Im Gästehafen von Grofinka machen wir am Nachmittag fest. Hier noch einmal zur Orientierung. Vom Fuße des Hoyas ging es erstmal westwärts und dann in einem leichten Bogen in Richtung Atlantik in den Grofinka Hafen. Nach dem Kaffeetrinken brechen wir am Nachmittag zur zweiten Wanderung über den 556 Meter hohen Risdalheia zum 525 Meter hohen Storheia auf. Die Wanderung beginnt zunächst noch relativ flach. Nachdem wir die Landstraße passiert haben, geht es aber umso steiler bergauf. Jetzt weiß ich, was Hauser Expeditionen meint, wenn sie von Trittsicherheit sprechen. Das in die
dieser Gegend Trolle und Elfen wohnen, ist durchaus nachvollziehbar. Als Troll würde ich auch hier leben wollen. Seht da, schon wieder, wir in Bergmontur und entgegenkommen uns Mutter und Töchterchen im Tütü. Also irgendwas machen wir falsch. Oben angekommen wartet die Atlantikküste auf der einen Seite des Berges und ein paar Schritte weiter, auf der anderen Seite, präsentiert sich das berühmte Muldepanorama. Super Wetter, super Aussicht. Was will man mehr? Das war ein super Tag und eine schöne Wanderung. Tusen takk for turen, wie die Norweger sagen. Sechster Juni. An Bord der Sully gibt es keine Dusche. Deshalb schippern wir, diesmal wieder unter Motor, nach Mulde, um uns dort im Hafen zu erfrischen und einzukaufen. Nach dem kurzen Stopp in Mulde fahren wir südwärts, diesmal nicht um die Schären herum, sondern mittendurch. Die Passage ist recht eng und viel befahren.
Nachdem die Sully die schmale Passage durch die Scheren gemeistert hat, ist Erik wieder entspannt. Während ich das Ruder übernehme, bereitet Erik schon mal das Abendessen unter Deck vor. Norwegen ist bei Anglern für seinen Fischreichtum berühmt und so versuchen wir uns auch mal als Angler. Mit langen Leinen möchten wir Dorsche aus dem Wasser ziehen. Es bleibt beim Versuch und wir machen für die Nacht am Steg der Insel Veoja fest. Nach alter Seemannstradition gibt es jetzt erstmal ein Anlegerbierchen. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Bier ist unten. Bier ist unten, ja. Ich gehe jetzt auch wieder runter, oder? Damit ich jetzt da nichts mehr Falsches sage. Heute Vormittag sind wir von Grofinker Hafen nach Molde und nach dem Einkaufen und Duschen mit der Sully weiter durch die Scheren hindurch zur Insel Veoja gefahren. Veoja bedeutet so viel wie die grüne Insel. Die anderen sind schon in ihren Kojen verschwunden. Da es aber noch einigermaßen hell ist, habe ich mir nochmal die Kamera geschnappt und schaue mich auf der Insel in Ruhe etwas um. Veoja war bereits zu Zeiten der Wikinger ein wichtiger Handelsplatz zwischen dem Festland und Molde. Viel ist davon nicht übrig geblieben. Heute leben hier nur ein paar Ziegen, die ausgesetzt wurden, um die Vegetation im Zaum zu halten. Der 6. Juni, 23.35 Uhr. Wir liegen hier an einer Bucht, an einer mittelalterlichen Handelsstadt. Kleine Insel. Die Sonne ist schon etwa eine Stunde untergegangen, aber dunkel wird es die ganze Nacht nicht. Ein traumhafter Platz. Teilweise summen hier noch die Bienen, die Vögel zwitschern. Die Schwalben fliegen umher, Eisfischer, einfach herrlich. Kurz nach Mitternacht bin ich dann auch in die Koje geschlüpft. Morgen geht es tiefer in die Fjorde hinein nach Åndalsnes, dem Heimathafen der Sully.